Avukatı. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie jedes Jahr beginne ich eigentlich meine Angelsaison hier am Lago Superiore Mincio. Der ein oder andere kennt vielleicht den Platz hier, da waren wir letztes Jahr auch zu ähnlichen Bedingungen und konnten wirklich gute Fische hier überlisten. Das ist jetzt auch der Plan für die erste Nacht und danach werden wir mal gucken, wo wir unterwegs sind. Ich hoffe, wir haben eine gute Zeit hier, das Wetter wird auf jeden Fall top und ich glaube, die Wels sind in Fresslaune. Deswegen stellen wir die Kamera jetzt auf und hoffen, den einen oder anderen Livebiss einzufangen. Ja, lange hat es nicht gedauert. Die lag jetzt eine halbe Stunde circa und schon der erste Fisch für die Tour. Fühlt sich jetzt nicht allzu groß an, aber ist auf jeden Fall ein guter Einstand für die Nacht. Sehr cool. Der Plan ging auf jeden Fall auf. Lang hat es ja, wie gesagt, nicht gedauert. Ist gerade die Dämmerung vorbei, Sonne untergegangen und schon der Fisch, erste Fisch auf der Habenseite. Einfach nur cool. So, oh. Ich präsentiere euch meinen ersten Fisch der Saison 23. Cooler Fisch. Und darf jetzt gleich wieder zurück und die Route neu setzen. So schnell wie der Wels auch gefangen worden ist, so schnell liegt auch wieder die Route. Das hat den Grund, wir haben am Schlauchboot einen kleinen Setzkescher, wo immer ein Köderfisch drin ist. Wenn wir einen Biss bekommen, tun wir den Setzkescher im Schlauchboot rein, haben wir einen Eimer mit Wasser, drillen dann den Fisch, sind dann schon auf dem Wasser, legen sofort die Route neu und dann kann auch wieder der nächste Wels natürlich wieder beißen. Also so ist man sehr, sehr effektiv und die Route ist in 2-3 Minuten wieder gelegt und wieder scharf. Jawohl. Petri. Biss. Biss auf der anderen Rute. Okay. Wir müssen jetzt schnell machen, wir haben gerade einen anderen Biss auf der Rute bekommen. Das ist gerade immer so schlecht. Ach, Schmarre. Jawohl.
Petri, jetzt heißt es. Zurück zur nächsten Rude und den Fisch schnell versorgen. Ja, ist verrückt. Es ist 9 Uhr, wir waren noch gemütlich im Schlafsack gelegen. Dann kam der erste Biss, wir waren auf dem Wasser, hören eine Glocke, schauen zum Boot und schon ging die nächste Rude krumm. Die sind in den Morgenstunden extrem aktiv anscheinend. Und ja, Michi konnte guten Fisch fangen. Jetzt schauen wir mal, was hier an der Rute hängt. Hier ist der zweite Fisch vom Morgen. Ähnliche Größe wie die zwei von gestern, aber Michi hat ja auch einen richtig guten heute jetzt gerade gefangen. Den werden wir jetzt halt gleich mal vor die Linse holen. Den haben wir angeleint. In der Zeit haben wir uns um den gekümmert. Und so konnte er sich erholen. Und den zeigen wir euch jetzt. Halt. So, jetzt haben wir auch mal Zeit, um den Fisch hier abzufotografieren. Wir waren ja ständig am Drillen. Jetzt ist ein wenig eine ruhigere Minute eingetreten. Und das ist der Schöne von vorhin. Die letzte Rute müssen wir noch legen für die zweite Nacht. Wir befischen immer noch dasselbe Lotus, nur von einer anderen Stelle. Also wir haben das Boot woanders geankert. Wir haben die gleiche Taktik wie gestern, hat ja super geklappt. Wir fischen U-Post-Montagen. Alle legen wir so zwischen 2 und 3 Meter ab und fächern einfach das vorhandene Lotus ab. Und die Montage werde ich euch auf jeden Fall morgen mal zeigen, weil viele denken, Stillwasserangeln, See, das ist relativ kompliziert, ist es nicht, das zeige ich euch dann morgen. Und wir schauen jetzt, dass wir die Rute schnell legen und dann endlich mal uns was zum Abendessen machen können. Gerade wollte ich aus dem Boot aussteigen, weil wir die letzte Rute gelegt haben und geht's ja einfach krumm. Das war eine Rute am Lotus auf 2,5 Meter Wassertiefe. Und den kleinen Karpfen hat er sich schmecken lassen. Ja, der ist etwas besser. Puh. Also ich dachte, dass man sich heute auch durchangeln muss, so wie gestern, wo dann früh der 1,80er kam. Aber der schaut doch schon mal ordentlich aus. Ich hoffe, auf der Kamera erkennt man noch was. Wir haben leider kein Licht dabei, weil alles schnell gehen musste. Jawohl. Ja, geil. Wahnsinn. Ja, das ist der Fisch. Direkt nach dem Ruten legen. Nicht mal die Zeit gehabt, die Kamera aufzustellen. Kam dann dieser schöne Wels auf eine U-Pose. Mach mal kein langes Prozedere. Die Rute legen wir neu und dann geht's weiter. Wir haben jetzt den Fisch. Was für ein Stress, den Fisch gerade released. Schau jetzt schnell an. Michi, für die Kamera zurück. Oh, und dann? Also wie ihr gesehen habt, haben wir gerade den anderen released. Wir hatten nicht wirklich viel Zeit, irgendwie drüber nachzudenken. Dann ging die nächste Rute krumm. Ich habe versucht, die Kamera so schnell wie möglich wieder zu greifen und irgendwas einzufangen. Und da war der kleine Dicke dran gehängt. Und den lassen wir jetzt zurück und dann stellen wir die Kamera mal auf, dass er auch einen ordentlichen Live-Biss sieht.
Ja. Wir haben einen Biss. Allzu lang hat es auch wieder nicht gedauert. Der dritte Fisch für heute, aber ich glaube, dass wir uns durchangeln müssen. Es sind halt einfach hier viel kleinere oder viel mehr kleinere unterwegs als wirklich die großen oder sind die großen Scheuer, ich weiß es nicht, aber ich kenne es auch so von anderen Touren, dass man sich halt einfach hier durchangeln muss. Aber es ist eigentlich Jammern auf hohem Niveau. Hier ist der gute Kerl, aber schaut euch mal an, wirklich alle Wälze sind so kugelrund, die stehen richtig im Futter. Ich glaube, dass die einfach eine richtige Fresszeit jetzt haben. Wir haben 16 Grad Wassertemperatur, das ist in den letzten zwei Tagen um 1,5 Grad gestiegen. Das scheint so, dass die wirklich jetzt richtig im Fressrausch sind. So, ich mal die Rute neu. Gestern schon gesagt, zeige ich euch die Montage, wie wir hier im See fischen. Ist ganz simpel. Wir fischen U-Posen zwischen 20 und 60 Gramm, abhängig von Köderfisch und Kombi-Rig oder Haarmontage. In dem Fall jetzt ein Kombi-Rig, weil wir etwas einen größeren Köder haben und eine 30 Gramm U-Pose. Wir benutzen auch 50 bis 60 Gramm U-Posen, wenn wir über abgestorbenen Kraut fischen und so den Köderfisch über den Kraut setzen wollen, dass der Köderfisch nicht nach unten schwimmen kann. Und das funktioniert auch sehr gut. Wenn wir jetzt an einer Lotusfeldkante oder Krautkante fischen, wo der Grund frei ist, kann man ruhig 30 bis 20 Gramm U-Posen verwenden. Da kann der Köder schön spielen und variiert dann durch die kompletten Wassertiefen. So gehen wir im See vor. Das ist eigentlich die Hauptmontage Mono, U-Pose, Haarmontage oder Kombi-Rig. Und natürlich das Wichtigste ist, vor dem Boot, nach dem Legen, die Hauptschnur abzusenken, damit die Schnur schön am Grund liegt. So hat man keine Probleme mit Freizeitverkehr und auch man verhindert, dass der Köderfisch zurück in die Schnur reinschwimmt und dann sich dann da verwurschtelt. Ja, bis jetzt hat schon die Sonne untergegangen. Die letzte Rute legen wir jetzt noch, auch an einer Lotusfeldkante auf 2 Meter. Und dann heißt es, die Kamera zurück aufs Hauptboot. Aufstellen, vielleicht erwischen wir wieder einen Live-Biss. Petri, aus dem Kraut.
erster Fisch von der neuen Stelle. Wir sind weiter hoch in den See gefahren. Hier ist recht flach und viel grau. Da laichen die Karpfen gerade hinter uns ab. Das war der erste für die Nacht. Ging auch wieder relativ schnell. Schöner Fisch. Und den lassen wir jetzt gleich zurück. Ja, die Nacht ist auch schon wieder vorbei. Sie brachte den einen Fisch am frühen Abend und dann noch ein Fehlbiss in die Morgenstunden und das war's dann. Wie ihr gesehen habt, die Welse sind wirklich vollgefressen und kugelrund, weil sie wirklich in den drei Nächten gut gebissen haben. Wir konnten einige Fische fangen und noch zwei bessere. Und jetzt heißt es für uns, wir gehen im Fluss rein, befischen das Flusssystem und was wir dort alles erleben, das seht ihr auf jeden Fall in dem nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, dann sieht man sich im nächsten Video.